Ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen. Wie ihr sehen könnt, bin ich mal wieder an der Ostsee unterwegs. Heute in Großenbrode. Und zwar hier in der Lagune. So nennt sich das Ganze. Wo man hier auf so einem Parkplatz, ist bekannt von vielen Kitesurfern, kostenlos parken kann von 8 bis 21 Uhr. Campen verboten, definitiv. Daher werde ich über Nacht woanders wieder hin müssen. Ich bin jetzt schon 2 Tage wieder unterwegs, habe aber Grömitz als Anreisepunkt erstmal gewählt, weil dann die erste Etappe sind 400 Kilometer knapp. Das reicht eigentlich immer im Bus. Hab dann da, wie gesagt, Sonntag die Anreise gehabt. Den Montag habe ich noch Grömitz ein bisschen genossen, ein bisschen spazieren gegangen, ein bisschen Fahrrad fahren. Und jetzt heute Morgen habe ich mich dann auf den Weg gemacht, hier weitere Ecken an der Ostsee mal zu besuchen oder mir anzuschauen. Und das ist jetzt so das erste Ziel, Großenbrode, Batik oder Baltik heißt diese Ecke hier. Hier ist auch ein Naturschutzgebiet, wo seltene Vögel brüten oder auch sich niedergelassen haben mit dieser Austern. Austernvögel? Ach, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall eine schöne, unberührte Ecke. Und was man von hier aus auch schön sieht, ist die Brücke nach Fehmarn. Da muss ich natürlich dann auch mal schauen, ob man da mit dem Rad rüberkommt. Ich zoome das Ganze mal, deswegen wackelt es wieder ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es da eine Radspur gibt, aber ich werde auf jeden Fall mal schauen, dass ich da drüber radel, wenn möglich. Ansonsten werde ich mir jetzt den Ort Großenbrode hier mal anschauen, die Küste, die Strände. Und wie immer, wenn es was gibt, was ich für sehenswert halte, werde ich es euch hier mitteilen. Ich bin jetzt an den Parkplatz losgefahren unten und so grobe Richtung Brücke geschaut. Und dann geht hier ein Weg rein, Pass-Ohl-Weg. Der führt so neben der Bundesstraße anscheinend her. Den fahre ich jetzt erstmal und schaue, ob ich da dann Richtung Brücke radeln kann. Normalerweise müsste der Weg da ja genauso rüber gehen wie jeder andere Radweg auch. Also mit dem Feldweg, das war schon mal ein Erfolg. Man kann dann auf Höhe der Araltankstelle rechts über so ein Viehgitter fahren und kommt dann auf den Radweg, der jetzt gerade zu meinem Entsetzen endet. Oh, nicht gut. Dann versuche ich jetzt mein Glück doch nochmal über diesen Feldweg. Weil da an der Bundesstraße selber, das ist eine recht heiße Nummer. Dann probiere ich es lieber erst außen rum und wenn das nicht geht, dann muss ich es halt in Kauf nehmen. Dort ist die Brücke schon gut zu sehen. Und mit ein bisschen Glück führt mich der Weg ja da hinten an diesem Waldgürtel dran vorbei bis zur Brücke. Ansonsten muss ich echt sagen, es ist jetzt 20 nach 8. Es ist schon kuschelig warm. Da ist dieser leichte Wind, den man hier immer hat, doch sehr angenehm. Wie man auch schön sieht an dem Band, was hier flattert. Ja, hier ist nochmal einiges erklärt zu der Fehmarnssundbrücke. Dass der erste Spatenstich zum Beispiel am 4.1.1960 war, am 5.9.
1962 war der Brückenbogen geschlossen. Im selben Jahr, im Dezember, das letzte Stück der Fahrbahn und 1963 die Eröffnung. Da das Bild so lange eingeblendet ist jetzt, könnt ihr den Rest bestimmt selber lesen, indem ihr auf Pause drückt. Und ich jetzt diesem Schild Fehmarn Puttgarden durch das Tor folgen werde, sofern es offen ist, da habe ich noch nicht geschaut. Und da beginnt wieder ein Radweg, so wie es aussieht. Ansonsten besteht auch die Möglichkeit, hier weiterzufahren. Und da gibt es die Großbroderfähre in 4 Kilometer Entfernung. Ist vielleicht sonst auch eine Alternative. Leise ist es hier definitiv nicht, weil man an der Bundesstraße direkt fährt, aber trotzdem sieht man auch hier diese schönen Graureiher fliegen. Und landschaftlich ist es trotz allem Lärm auch schön. Ja, dies ist jetzt doch kein Radweg, sondern nur ein Betriebsweg und Benutzung auf eigene Gefahr. Also einen offiziellen Radweg Richtung Brücke gibt es dann wohl nicht. Aber die Aussicht ist es definitiv wert, auch hier direkt an der Bundesstraße zu fahren. Jetzt geht's weiter auf die Brücke. Noch einmal so ein kleiner Rundumblick. Wie man, glaube ich, gut sehen kann, zieht's hier schon ganz kräftig. Aber es ist ein warmer Wind. Und hier unten sieht man nochmal den Weg Richtung der Fähre, was ich vorhin sagte. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt noch verstehen bei dem ganzen Wind. Ist schon mächtig laut. Man könnte jetzt theoretisch hier auch die Treppe runtergehen und dann vielleicht auf der anderen Seite wieder hoch, was auch sehr schön anzuschauen wäre. In diesen einigen Bildausschnitten erkennen könnt, trotz des vielen Verkehrs. So, jetzt stehe ich mal windgeschützt und da sieht man auch schön dieses ganze Stahlkonstrukt. Selbst oben mit den Verbindungen. Klasse. Ja, da rollt schon die nächste Kolonne LKWs an, daher werde ich jetzt weiterfahren. Ja, jetzt bin ich runter von der Brücke. Hier ist auch gleich wieder angenehmer. Dort nochmal die Brücke. Und ich wollte jetzt einfach mal hier so längs fahren. Steht Durchfahrt nur mit Berechtigungsschein. Aber da hinten war ein Leuchtturm und den würde ich mir schon ganz gerne anschauen. Ich denke mal, das gilt nur für Autofahrer. Weil hier vorne stehen auch so ein paar Holländer mit ihrem Wohnmobil und außenrum alles voller Bierflaschen, Essensreste auf dem Boden, Pizzakartons. Ob das sein muss? Ich glaube eher nicht. Wie bekommt man hier eine Baugenehmigung? Schaut euch mal um. Es ist nichts weiter. Außer diese perfekte Landschaft. Und dann baut sich einer da mitten rein aus. Wahrscheinlich könnt ihr es schon nicht mehr sehen, aber es
ist doch hier ein Fleckchen Erde. Herrlich. Da vorne, das könnte schon der Leuchtturm sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, das scheint ja wirklich wie so ein kleiner Leuchtturm zu sein. Es ist hier so die Einfahrt in diese Bucht. Und da reicht so ein kleiner wahrscheinlich. Oh, die Bank ist noch halbwegs im Schatten. Da werde ich jetzt erstmal Päuschen machen. Und ein bisschen die Aussicht genießen. Ja, jetzt stehe ich hier auf Fehmarn. Am Wasser, im Wind. Und nicht, dass irgendeiner von euch denkt, ich habe einen Plan, wie ich fahre. Das könnte vielleicht alles so ein bisschen kreuz und quer wirken hier. Ich radel jetzt erstmal wieder zurück Richtung Brücke und werde dann mal in die andere Richtung unter der Brücke nochmal durchfahren, weil das von oben auch recht schön aussah. Ja, so mache ich es erstmal. Wie gesagt, ich fahre mehr oder weniger wieder der Nase nach und das funktioniert immer am besten. Jo, schon bin ich wieder bei der Brücke und ja, fahre jetzt zu der anderen Seite, was ich vorhin angesprochen habe. Moin. Werden auch immer mehr Radler jetzt um die Zeit. Es ist schon 10 Uhr gleich. Und auf diesen ganzen Radwegen stehen überall diese Dixies. Finde ich auch sehr gut. Ja, hier auf der anderen Seite der Brücke ist es wesentlich windstiller. Muss ich ja mal sagen. Die Strände sind jetzt hier in dem Bereich Regionaldeich auf jeden Fall schöner. Man kann auf dem Deich laufen oder unten auch schön geteert mit dem Rad fahren. Ich schaue mal, wie weit ich da hinten noch komme, weil jetzt mit der Temperatur, es wird schon wieder fast unangenehm mit dem Fahrradfahren. Und ansonsten trete ich erstmal die Rückfahrt Richtung Bulli an und schau mal, dass ich ein lauschiges Plätzchen zum Parken finde, wo auch Schatten ist. Ja, wie ich schon vermutet habe, werde ich jetzt langsam umdrehen. Was mir hier die ersten paar Kilometer auf Fehmarn besonders aufgefallen ist, hier sind unheimlich viele Insekten. Ich habe dieses Jahr noch nicht einen Mückenstich oder Bremsenstich oder sonst was gehabt. Und hier schon 3. Und die jucken echt übel. Ja, wie man unschwer erkennen kann, bin ich jetzt wieder am Ortseingang Großenbrode. Und mir kommen Unmengen von Radfahrern entgegen. Von den Schildern her zu urteilen, ist das eine Radtour, Radrennen von Brooklyn. Oder was stand da jetzt? Nee. Von Dublin? Ich glaube von Dublin nach Kopenhagen oder sowas. Aber ich müsste nachher nochmal schauen und sage euch das dann genau. Also hier stand es gerade nochmal an dem Fahrrad von Dublin nach Kopenhagen. Das ist schon ein Ritt. Nachher mal schlau machen, wie das Ganze organisiert ist, weil die kaum Gepäck haben. Aber jetzt erstmal nach Großenbrode rein. Wie ihr sehen könnt, bin ich wieder am Auto. Fahrrad ist hinten drauf, der gute Monty. Und ich habe mich entschlossen, den Ort zu verlassen und Richtung Süßau weiterzufahren. Ist nur 10-12 Kilometer weiter und werde jetzt hier mal an den Strand gehen, weil jetzt gerade das gefiel mir alles nicht da in großen irgendwas. Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal Richtung Strand da oben. Ist ein kleines verträumtes Nestchen hier, vielleicht 50 Häuser. Schauen wir mal, was mich da erwartet. Auf jeden Fall nicht so diese Massen wie in... Ihr wisst schon, wo ich gerade war.
Ja, hier jetzt mit den Durchfahrtverbotenschildern und der Schranke nicht abschrecken lassen. Man kann da ganz normal durchgehen oder mit dem Fahrrad auch durchfahren. Ich habe mich jetzt mal für zu Fuß entschieden, weil hier vorne das Radfahren nicht so gerne gesehen wird an diesen Promenaden, nenne ich es mal. Hier ist es eher so eine kleine Küstenbefestigung, weil in jede Richtung nur so 4-5 Häuser sind. Aber gerade das reizt mich ja. Und das schaue ich mir jetzt mal genauer an, indem ich mit der kleinen Seebrücke hier in Süßau anfange. Das macht doch gleich einen besseren Eindruck. Kleine, feine Strände. Und das in so einem verträumten Dörfchen hier. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal von der Seebrücke aus an. Die ist klein oder kurz gehalten. Man sieht schön hier, wie klar das Wasser ist. Ja, das ist ja mein Geschmack hier. Weniger Leute und wesentlich ruhiger. Da, wo diese ganzen Bettenburgen stehen, da kann man sich einfach nicht wohlfühlen. Wo am Strand schon genau geregelt ist, jeder darf 2 Quadratmeter haben, das ist nicht so meins. Da ist das hier wesentlich besser. Und da hinten am, ja, ich sag mal, am Ende des Strandes, was man da sieht, was so leicht ins Meer reinsticht, da fängt die Ortschaft Dahme an, wo ich das letzte Mal mit dem Fahrrad war. Und dann da an der Ecke im Grunde umgedreht habe. Und so sieht die Promenade von Süßau aus. Klein, aber fein. Aber hier duftet es unheimlich lecker nach Essen. Mal schauen, ob es da was Glutenfreies gibt. Dann würde ich mich vielleicht heute mal entscheiden, essen zu gehen. Aber auch nur vielleicht. Oh, herrlich hier das Wasser. Glasklar, nur Sand. Echt toll. Ja, hier gibt es nicht viel mehr für euch zu sehen. Daher werde ich das Video für heute beenden, den Rest des Tages hier genießen, mich ein bisschen an den Strand lümmeln, mein Buch weiterlesen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.